Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assetto Corsa hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, wir machen natürlich weiter mit dem Ready-to-Race-DLC und schauen uns das nächste Fahrzeug dieses Carpacks an. Und da haben wir heute nichts Geringeres als den Audi R8 LMS aus dem Jahre 2016 und damit den aktuellen GT3 Bolide aus dem Hause Audi. Und ja, wenn man sich schon mal ein GT3 Bolide schnappt und auf das heutige Datum achtet, dann fahren wir selbstverständlich auf der Nürburgring Nordschleife samt der Grand Prix Strecke, also genau gesagt auf der 24-Stunden-Variante, denn aktuell läuft das, ja, aktuelle diesjährige 24-Stunden-Rennen und ich habe gedacht, ja, zu dem Anlass passt es ja wie die Faust aufs Auge und deswegen werden wir heute auch nicht alleine unterwegs sein. Wir haben mal wieder ein paar KI-Kompanen mit dabei, denn das GT3-Feld hier in Assetto Corsa ist ja alles andere als dünn bestückt. Welche Fahrzeuge da aber genau gleich mit dabei sind, das schauen wir uns dann gleich später an. Wir werden nämlich ein 3-Runden-Rennen heute machen und als kleines Gimmick habe ich auch mal noch den Zeitverlauf etwas schneller eingestellt. Ihr seht es auch vielleicht schon im Hintergrund hier, die Wolken ziehen etwas schneller vorbei. Ich kann das euch aber hier auch mal noch schnell zeigen und zwar hier, Tageszeit. Da seht ihr gerade, wir kommen jetzt gerade gleich in die Mittagszeit, aber wir haben 10-fachen Zeitfortschritt. Das heißt, wir werden ja gegen Ende der Folge, gegen Ende des Rennens, denke ich mal, oder bin ich guter Dinge, dass wir in die Abenddämmerung fahren werden. Da können wir auch mal das Licht noch einschalten, ja, was man es auch mal gesehen hat. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir verlieren aber gar nicht so viel Zeit. Gucken uns das Fahrzeug einfach mal ganz kurz von draußen an. Ich habe ja vor einer Weile schon mal in Assetto Corsa ein Audi R8 Mod vorgestellt, der ja auch dieses Fahrzeug mehr oder weniger schon mit reingebracht hat. Allerdings jetzt als offizieller Content ist es natürlich nochmal eine ganz andere Sache, weil hier kann man davon ausgehen, dass Kuno Simulazioni, die Entwickler von Assetto Corsa, entsprechend auch die Originaldaten verwendet haben und damit passt es auch dann wie die Faust aufs Auge ins GT3 Starterfeld. Ja, von draußen, was soll man sagen? Ich finde, neben dem Lamborghini Huracan, also dem Bruderfahrzeug, sieht der R8 LMS im GT3 Starterfeld, ja, schon am bösesten aus, wie ich finde, also richtig böser Blick da und ja, schon einfach wie breit er ist, oder? Schaut euch das Ding mal an. Richtig übles Geschoss. V10 Saugermotor, ich meine, was will man mehr? Ist einfach nur, ja, ein göttliches Produkt. So, wir springen mal hier ins Cockpit, gucken uns das Ganze auch mal hier von drinnen an und wer vielleicht schon mal ein Audi R8 LMS, einen modernen, gesehen hat, der, ja, findet sich hier relativ schnell wieder zurecht, denn das ist schon sehr, sehr detailgetreu gemacht. Auch hier das ganze Zeug ist schon sehr, sehr detailgetreu. Und ich glaube sogar bei einem der aktuellsten Videos von JP Performance, falls es der ein oder andere von euch schaut, da hat man sogar einen aktuellen R8 sogar schon mal gesehen. Da war es allerdings so, dass das Lenkrad auch mit diesem, ja, orangen Zeug bestückt war. Da gibt es nämlich verschiedene Konfigurationen beim R8. Quasi, das ist hier so mehr für die Nacht. Es leuchtet halt besser in der Nacht. Hier am Lenkrad ist es jetzt nicht. Das ist irgendwie so eine Mischung. Es gibt aber tatsächlich je nach Livery, was man wählt, habe ich gesehen, hier in Assetto Corsa hat man das vielleicht auch je nachdem auf dem Lenkrad, beziehungsweise die Mittelkonsole ist, glaube ich, auch. Gibt es auch in normal oder so. Aber ist ja auch egal, um das kümmern wir uns jetzt nicht. Ansonsten haben wir ganz normales MoTeC-Display. Wenn man vorne das Licht anschaltet, dann geht hier entsprechend auch das MoTeC an oder wird kurz blau. Und ja, ansonsten, ich meine, es ist ein fucking GT3-Bolide. Wir sind auf dem fucking Nürburgring samt der Nordschleife. Für mich persönlich gibt es keine geilere Kombination und deswegen würde ich auch sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit. Fahren wir ein paar Meter, während die KI hier draußen gerade das Qualifying fährt, werden wir jetzt aber einfach die Gunst der Stunde nutzen, einfach mal eine stille Runde bzw. einen stillen Abschnitt zu machen. Ihr kennt das Ganze, ich drehe den Spielsound voll auf, ich halte die Klappe und ihr könnt den Motorensound des Fahrzeugs einmal onboard und einmal von den TV-Kameras genießen. Ich sage an dieser Stelle viel Spaß und ja, lauscht schön hin. Bis gleich.
Also ich finde, das klingt doch schon mal damn sexy. Und das, wie gesagt, ich kann es noch mal betonen. GT3 Rennklasse auf der Nürburgring Nordschleife. Was gibt's Geileres? Wem das genauso geht, ja, der kann es gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Also ich find's mega und ja, ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit. Ich würde sagen, wir gehen direkt ins Rennen. 3 Runden ist eine lange Distanz und da muss ich mich, glaube ich, voll konzentrieren. Und da will ich das ganze Pulver jetzt nicht hier verschießen. Die KI-Leute werden sich natürlich qualifizieren. Ich werde dann vom letzten Platz starten und ja, mal gucken. Versuchen wir mal, das Feld von hinten aufzuräumen. Mal gucken, wie das mit der neuen KI so geht. Denn wer das noch nicht mitbekommen hat, im letzten Update wurde die KI komplett überarbeitet. Sie ist auch, soll auch ein bisschen aggressiver sein, beziehungsweise man kann das einstellen, wie aggressiv sie sein soll. Ich habe das Ganze auf 25% von maximal 100% Aggressivität und gucken wir mal, wie es läuft. Ich würde sagen, wir springen zurück in die Box, beziehungsweise machen direkt Skip-Session und nicht hier dagegen fahren. Und da stehen wir auch dann schon in der Startaufstellung. Ja, Traktionskontrolle kann man einstellen von komplett aus bis 10, wobei 10 nicht die höchste Einstellung ist, sondern die niedrigste, ne? Das ist ja in Assetto Corsa so, das heißt 1 ist voll an, also quasi 0 und 1, ne? Wie so binäre Sache und dann so Zwischenschritte. Ich fahre einfach mal mit 4, das ist so, ja, eine etwas stärkere, ich könnte eigentlich auch 5 fahren, ne? Eigentlich könnte ich auch 5 fahren. Machen wir mal 5. ABS habe ich auf 3, also so leicht oder doch schon unterstützendes Anti-Blockiersystem. Tank werden wir mehr mitnehmen müssen, glaube ich, weil der V10 schluckt schon ganz gut. Ich nehme mal 40 Liter, das sollte reichen für 3 Runden. Ansonsten habe ich nichts eingestellt, ich lasse es so, wie es ist. Das Fahrzeug fährt sich sehr, sehr geil, muss ich tatsächlich sagen, und super angenehm. Also ich muss sagen, ja, den letzten GT3-Poliden, den wir hier rübergeschickt haben, war der 911 GT3R, der auch mitfährt. Das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Und da muss ich tatsächlich sagen, der war viel schwieriger zu fahren. Und selbst der AMG GT3 fand ich viel schwieriger, hier über die Schleife zu schicken. Also der R8 LMS 2016 fährt sich schon super angenehm hier drüber. Natürlich, klar, aufpassen muss man immer. Und klar, man hat auch Fahrhilfen, die ein bisschen helfen. Aber trotzdem, ich finde, der fährt sich richtig geil. Ich bin mal echt gespannt, wenn der BMW M6 noch mit ins Spiel kommt. Der soll sich ja noch angenehmer fahren. Zumindest in Race Room tut er das auf jeden Fall. Und laut Hörensagen tut er das auch. So, genug geschnackelt. Was haben wir denn für Fahrzeuge mit dabei? Auf der Pole, ganz cool. Der Huracan GT3. Dann den eben schon angesprochenen 911 GT3R haben wir mit dabei. Den Klickenhaus haben wir sogar zweimal hier mit im Starterfeld. Dann AMG GT3 haben wir mit dabei. Nissan Nismo mit am Start. Natürlich weitere R8 LMS. Sowie, ja, den haben wir schon. McLaren 650S GT3 ist noch mit dabei. Ein 488 GT3 von Ferrari ist noch mit dabei. Der 1Z4 habe ich mal noch mitgeschnappt, weil beim aktuellen 24-Stunden-Rennen fährt auch noch ein Z4 mit, ein GT3. Und dann habe ich noch einen alten R8 LMS Ultra, habe ich gedacht. Nehmen wir einfach auch mal mit. Und ja, das ist so ein cooles Starterfeld. Mit uns sind es 20 Fahrzeuge, die sich jetzt hier im Start befinden. Grip haben wir, super geil. Und Wind 2 km/h, das ist also so gut wie gar nichts. Und das sollte sich doch eigentlich relativ cool fahren. Reifen, glaube ich, habe ich nichts umgestellt. Wir gucken aber nochmal zur Sicherheit. Ja, Medium, das sollte passen für 3 Runden. Genug gequasselt, es geht los. 3 Runden, Nürburgring, Nordschleife, Samt Grand Prix Strecke, 24-Stunden-Variante. Und ja, wünscht mir Glück. Ich bin gespannt. Ah, die App sollte ich noch dazu schalten. Aber den Start will ich jetzt nicht verpassen. Fahren wir erstmal hier. Okay, den Start habe ich verkackt, aber den verkacke ich immer in Assetto Corsa. Das war jetzt nicht das Richtige. Moment, ich muss hier hochscrollen. So, jetzt passt's. So, bisschen, ja, fliegen lassen da vorne, egal. Da vorne wird sich eh wieder stauen. Ich habe nämlich gerade vor der Aufnahme nochmal kurz einen Probestart gemacht. Also keine Sorge, ich bin tatsächlich noch gar nicht gegen die KI hier gefahren. Also das ist jetzt für mich auch neu. Aber den Start habe ich schon mal geguckt. Und da hat sich nach wie vor nichts verändert. Also die stauen sich trotzdem noch sehr, sehr arg auf. Ich denke mal, wenn wir die Aggressivität vielleicht auf 100% stellen, dann vielleicht nicht, dann crashen sie sich ab, ich weiß es nicht. Aber ich habe gedacht, hier auf der Nordschleife will ich keine erhöhte Aggressivität fahren, sonst geht es bestimmt nach hinten los. So, jetzt erstmal, das Feld sortiert sich hier so ein bisschen und ich versuche natürlich dann aber auch schon gleich ein paar Angriffe zu starten. Vor uns jetzt direkt ein weiterer R8 LMS. Vielleicht auf der Bremse. Warum nicht? Er lässt die Lücke offen, dann sage ich danke und ich sage, ich gehe vorbei, komm aufs Gas hier. Nice. Bisschen short geschiftet, alles easy. So, Schumacher S. Keep fighting. Michael, kann ich nur sagen. So, Klickenhaus direkt vor uns, auch ein geiler Anblick.
Jetzt gucken wir mal, wie wir uns hier so rankämpfen können. Natürlich sind die jetzt alle gerade nicht so schnell unterwegs, weil die sich gerade ein bisschen gegenseitig stauen. Aber das ist ja unsere Chance, da vielleicht eine Lücke zu finden. Vorne werden die halt natürlich schon ein bisschen wegziehen. Also wir werden jetzt auch nicht um den Sieg kämpfen können. Das sollte klar sein. Aber ich bin trotzdem mal gespannt, was für eine Position wir am Ende ergattern können. Ich will einfach mal einen schönen Fight mit der KI haben. Das in so einer richtig geilen Rennklasse. Warum auch nicht, ne? So, vor uns haben wir da auch noch den alten R8. Da haben wir mal den direkten Vergleich. Uhua. Oh je, hier ein Parallel-Ding hier durchfahren. Weiß nicht, ob das gut geht, aber no risk, no fun, würde ich sagen. Problem ist, die stecken auch nicht mehr so einfach zurück, ne? Also, wenn du dann im Infight mit denen bist, dann, ja, dann kämpfen die auch mit dir. Das ist auch einerseits geil, andererseits, ja, kann es auch zu Unfällen führen. So, ich muss ein bisschen aufpassen hier. Aber das macht schon Laune, das macht einfach unglaublich Laune. So, Flugplatz. Gehe ich ein bisschen vom Gas, einmal einlenken und dann wieder voll drauf, wollte ich sagen. Aber ich habe ein bisschen zu schwach eingelenkt, deswegen muss ich wieder lupfen. Das hat Schwung gekostet. Und da sagt der Klickenhaus hinten dran, ja, da greife ich, glaube ich, gleich mal an. Ich hoffe, er macht's nicht. Kein Bock, mich jetzt hier am Schwedenkreuz zu verteidigen. Und jetzt mit der Dirty Air hier rein. Eigentlich bremse ich hier nicht. Vordermänner tun's nämlich. Da wird's ganz eng. Da wird meine Stimme ganz hoch. Da hatte ich jetzt echt gerade Schiss, dass der zuzieht, aber ging nochmal gut. Oh. Konzentration Level over 9000, ey. Ohne Scheiß. So ein GT3-Bolin macht dir schon Spaß, darüber zu bewegen. Konzentrieren muss man sich trotzdem wie ein Irrer. Und jetzt hier im Fight mit denen auch noch. Das ist nochmal eine ganz andere Kiste. Und hier wird es gerade ein bisschen langsamer. Adenauer. Komm. Oh, macht das Laune. Ja, Nordschleife ist halt natürlich nicht so einfach zu überholen. Da muss man schon auf Lücken oder Fehler warten. Gefährlich. Jetzt wird's richtig gefährlich. Aufpassen. Bomb Ray, konzentrieren. Kein so Scheiß bauen. Ja, der Achter vor uns ist nicht so schnell. Also ich könnte schneller an gewissen Punkten. Gerade in den Kurven habe ich das Gefühl, ist der neue R8 ein richtiges Monster. Und Topspeed ist er auch richtig krass. Nur so Beschleunigung finde ich jetzt nicht ganz so heavy. Wie zum Beispiel ein Ferrari oder sowas. Es ist fast nicht möglich zu überholen. Keine Schnitte. Wo soll ich hier vorbeigehen? Ich könnte es nur mit der Brechstange versuchen, aber... Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich will schönes, faires Racing machen. Hier bin ich mir jetzt, glaube ich, ein bisschen zu vorsichtig rausgefahren. Ich glaube, jetzt hier im Fight nehme ich doch ein bisschen mehr Traktionskontrolle mit. Weil es mir doch ein bisschen zu riskant ist, stellenweise. So. Ein bisschen mehr Schwung mitnehmen, komm. Aber wo ist die Lücke? Ich sehe keine Lücke. Das ist Problem hier. Alter, ich klebe dem am Diffusor, das glaubt ihr nicht. So, jetzt aber, komm. Baby, zieh. Es ist eng. Puh. Aber ich bin vorbei. Ich bin vorbei. Wuhu. So, jetzt aber auch die Position halten. So, hier bleibe ich im fünften Gang. Leicht anbremsen und Schwung so gut wie es geht mitnutzen. Jetzt kommen dann die eine der berühmtesten Stellen der Schleife. Das Karussell kommt jetzt gleich. Huiuiui, macht es Laune. Ich grinse über beide Backen hinweg. Ein bisschen zu weit innen auf den Randstein gekommen. Das hat jetzt viel Zeit gekostet, aber das Auto zum Glück nicht weggeworfen. Also das Problem, man muss ja gucken beim Karussell, dass man schon auf diesen Bettungplatten fährt. Ich habe aber ein bisschen zu arg eingelenkt, war dann zu weit unten und bin dann in den inneren, an den inneren Randstein gekommen. Und das sollte man eigentlich vermeiden. Ich hoffe, ich kriege es die nächsten beiden Runden besser hin.
ging es nochmal gut, aber kann sehr, sehr schnell sehr, sehr arg schief gehen. Deswegen, gucken wir mal. Was halt auch sehr geil ist, finde ich, bei der neuen KI, man kann jetzt halt eine Variation einstellen. Das heißt, man kann zum Beispiel, man kann ja die Stärke von 80 bis 100 wählen. Wenn ich jetzt hier, wie in dem Beispiel, ich glaube, ich habe jetzt 94 gewählt. Und dann kann man eine Variation von 1% einstellen. Das heißt, die KI kann die 94 haben natürlich, die man eingestellt hat, aber auch 93 oder 95, weil eben halt 1% Variation drin ist. Und das kann man halt auch beliebig bestimmen und das finde ich auch geil. Muss ich natürlich in Zukunft ein bisschen ausprobieren. Ich habe vor der Aufnahme einen kleinen Testlauf gemacht. Also im Qualifying oder im Training habe geguckt, wie stark die KI so fährt. Also ich bin nicht gefahren, ich habe nur geguckt, was die so fahren. Und ja, normalerweise 96% oder sowas würde hier super easy passen, aber ich dachte für die Aufnahme, wenn ich ja noch währenddessen kommentieren muss, habe ich halt dann gedacht, nehme ich mal 94%. Das heißt, 95, also es ist dann vom 93% bis 95%. Ich denke mal, das ist okay. Also im Prinzip Prozent, 1 bis 2% schlechter, wie ich normalerweise hier fahren würde. Dadurch können wir aber auch dadurch ein bisschen Rennaction haben. Ja, ich will ja natürlich auch ein Überholmanöver zeigen und ein bisschen was von der Konkurrenz. Ist ja klar. So. Auf dem 17. schon mal vorgekämpft. Ihr merkt, ja, auf der Nordschleife ist halt nicht so einfach überholen. Oh, jetzt bin ich sehr vorsichtig hier rum. Geht alles viel schneller. Muss ich hier gucken, dass ich hier den Schwung ein bisschen besser mitnutze. Und jetzt hier kommen auf die Dödinger Höhe im Windschatten vielleicht. Wie gesagt, Topspeed-technisch finde ich, ist unser R8 schon nicht schlecht. Aber wir müssen halt erstmal auf dem Topspeed hier hinfahren. Aber im Windschatten sollte das vielleicht möglich sein. So, da kämpfen wir uns ran. 280 Sahn haben wir schon mal drauf. Sechster Gang haben wir schon mal. Ziehen wir durch. Den Porsche kriegen wir auch noch. So wie es scheint. Ich würde sagen, gelungene Attacke. Jetzt aber konzentriert bleiben. Jetzt kommen gleich ein gefährlicher Abschnitt. Ich lupfe mal schon mal ein bisschen. Sicher, sicher. Und da ist auch schon gelbe Flagge. Kurz angezeigt gewesen. Ich glaube, die habt ihr gar nicht gesehen, weil die Replay-Cam im Weg war. So, dann geht's über Startziel. Erste Runde haben wir überlebt. Jetzt gilt es noch zwei Runden zu fahren. Na, vielleicht schaffen wir es ja doch nicht ganz in die Abenddämmerung rein. Mal gucken. Kann ja da mal schnell passieren hier. Und hier den Bremspunkt richtig setzen. Ich versuch mal den Angriff hier gleich innen rein. Es geht schon mal. War das immer noch innen? Ein bisschen aufpassen. Ah, nicht so gut. Dadurch haben wir jetzt die schlechtere Linie gehabt. Aber man kann es ja mal versuchen. Vielleicht jetzt den Angriff in die Kurve rein. Ein bisschen später auf die Bremse. Ja, nee. Das Problem ist, jetzt kommt wieder eine Rechtskurve. Ah, will noch nicht. Will noch nicht. Dunlop-Kehre vielleicht hinein. Ja. Bisschen später, oder? Ah, ne, er kontert nochmal. Er hat die Bremse nochmal aufgemacht. Ja, jetzt hier vielleicht, komm, zieh, Audi! Nein, er ist immer noch innen. Das ist jetzt nicht so geil hier durch Schumacher S im Parallelflug. Das kostet viel Zeit. Oh, er hat einen Quersteher und ich muss vom Gas gehen und dadurch verliere ich die Haftung und muss mega pendeln. Kostet extrem viel Zeit, dieser Zweikampf jetzt hier. Er merkt, ich bin ein bisschen schneller. Aber ich kann es nicht umsetzen. Ich kann es leider nicht umsetzen. Und gerade die Grand Prix-Strecke ist eigentlich ein perfekter Ort, um einfach mal etwas leichter zu überholen, weil die Strecke einfach weitläufiger ist. Oh, ja, schade. Das heißt, wir müssen es wohl gleich auf der Schleife probieren, hier am AMG GT3 vorbeizugehen. Beim deutsch-deutschen Duell. Hinter uns noch der Porsche, der auch natürlich noch lacht. So. Curb hier. Immer gefährlich auf der Nordschleife, Curbs mitzunehmen. Manche gehen, manche sollte man aber eher vermeiden, weil die doch schon hoch sind, wie ein komplettes Gebirge. Und so ein GT3-Wagen ist ja alles andere als hoch oder hat einen hohen Federweg. Das heißt, wir haben hier sind hier schon sehr flach unterwegs. So, aufpassen hier. Ah, das macht Laune. Ich hoffe, euch unterhält es auch ganz gut. Ich hoffe es nur, ich mache nirgends einen Fehler. Oder eine dumme Aktion. Und dann ist das ganze Rennen, was man jetzt hier so fährt, schon wieder dahin. Das will ich natürlich nicht. Ah, ja, das war jetzt nicht optimal gefahren. Da macht der Porsche auch schon wieder ein bisschen Druck.
So, jetzt hier wieder Flugplatz. So, diesmal habe ich ein bisschen besser eingelenkt. Jetzt konnte ich den Schwung ein bisschen besser mitnutzen. Jetzt saugen wir uns mal ran hier an den Mercedes. Aber, oh, jetzt schweden. Ich hab da ein bisschen Schiss tatsächlich. Klupf mal ein bisschen früher, weil die bremsen an. Jetzt bremse ich auch ein bisschen. Sicher, hab da echt ein bisschen Angst und. Uiuiuiui. Die bremsen hier zum Teil ziemlich komisch. Zumindest anders als ich. Er ist immer noch innen. Und jetzt hier, oh, Fuchsröhre im Parallelflug. Das traue ich mich nicht. Bitte steck zurück. Ja, danke. Puh, ich schwitze hier wie so ein Irrer. Das ist nicht mehr normal. Aber ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Oder mindestens halb so viel. So. Wieder am Adenauer Forst angekommen. Diesmal den Z4. Der schöne V8-Klang des Z4. Das haben wir vor uns. So, jetzt hier ein bisschen aufpassen. Ah. Der bremst ja ganz schön früh. Ich probiere es jetzt mal hier. Ah, nee. Eigentlich wollte ich ja gar nicht angreifen, aber es ging gerade nicht anders. Uiuiuiui, da wäre fast die Berührung gewesen. Die bremsen zum Teil richtig früh. Was ist denn los, Leute? So schlecht habe ich die KI jetzt eigentlich nicht eingestellt. Oder bin ich einfach noch immer zu spät auf der Bremse? Ich weiß es nicht. Oh, ich könnte so viel schneller. Die halten fast hier an, was ist denn los? Leute, jetzt bauen bei euch die Reifen zu sehr ab, oder was? Ein bisschen hier Flashlight machen. Nervös, Mann. Aber ja, so langsam setzt auch die Dämmerung ein. Also ich glaube, dass wir werden nachher schon noch eine tiefstehende Sonne haben. Wir haben ja noch dann noch eine Runde. So ist es ja nicht. Boah, das war ein bisschen zu früh angelenkt. Boah, das ging gerade nochmal gut. Aber hat richtig Zeit gekostet. So. Konzentriert nochmal. Bleiben. So, Bergwerk anbremsen. So, jetzt aber komm. Oh, ob das eine gute Idee ist, hier wieder vorbeizugehen? Vorher hat's geklappt. Jetzt mal bei, bin ich aber außen. Der Z4 geht ganz schön speed jetzt auf einmal. Oh, zum Glück haben wir die Helikorsa ab. App. Sonst würde ich solche Aktionen, glaube ich, nicht so einfach starten. So, da haben wir jetzt einen anderen R8-Kollegen vor uns. Ja, ich bremse mal leicht an. Ja, haben ein bisschen viel Schwung weggenommen, aber ich hatte ein bisschen Schiss gerade. Weil die zum Teil ein bisschen komisch bremsen. Aber wenn der jetzt komisch bremst, könnte ich es jetzt mal innen rein versuchen. Ja, warum nicht? Komm. Fast Grip. Komm. Ach, nice. Ja, so, jetzt Karussell diesmal nicht verkacken. Auf den Bettungplatten, bleiben. Jawohl, das sieht schon besser aus. Und die da hinten fighten. Sehr schön. Gelbe Flagge haben wir gerade in ihrem Sektor ganz kurz gehabt. Aber guck mal, was für eine Lücke jetzt hier ist. Also, wir können. Oh, hier, richtig krasser Unfall. Da müssen wir. Oh, was macht er? Er fährt einfach zurück. Ich dachte, er wartet hier ein bisschen. Aber gelbe Flagge, huiuiuiui. Aber da war auch gerade eine richtig krasse Lücke. Also jetzt mal abgesehen von dem AMG jetzt, wo ein Unfall hatte vor uns. Das ist eine richtig krasse Lücke. Also wenn wir den da vorne jetzt kriegen und vielleicht uns ein bisschen absetzen sollten, dann könnten wir ja mal eine bisschen freie Fahrt haben. Und dann gucken wir mal, was da noch geht. Aktuell sind wir auf dem 11. Platz. Also wir haben die gute Chance, hier in die Top 10 zu fahren. Wir müssen nur den AMG da vorne noch kriegen. Das wäre doch schon mal beachtlich, in 3 Runden hier nach vorne gekämpft zu haben. So, jetzt nur konzentriert bleiben. Aber der macht echt Laune, der R8. Muss ich echt sagen. Top-Fahrzeug. Sieht nicht nur böse aus, fährt auch geil, klingt geil. So, der Z4 macht jetzt auch gerade richtig Druck. Der hat jetzt auch so ein bisschen die Lunde gewonnen. Ich glaube, der Z4 wurde vorher vom anderen R8 ein bisschen aufgehalten. Da er jetzt auch vorbei ist. Hier ein bisschen vorbeigehen. Jetzt haben wir nur das Problem, der AMG ist jetzt ziemlich. Na, hier parallel durch. Ich weiß ja nicht. So, Stefan Belloff S. Rest in peace, Stefan Belloff. So. Die Sonne, jetzt so langsam steht sie ein bisschen tiefer.
So, ins kleine Karussell. Ah, ein bisschen mehr hätte ich den Schwung mitnehmen müssen. So, diesmal sollte das jetzt hier durch eigentlich passen. Fuck! Das war kacke, jetzt habe ich richtig viel Schwung liegen lassen. Das wird jetzt der Angriff vom Z4 sein, da müssen wir uns gleich in den Windschatten. Da dachte ich, ich kann ein bisschen anders erfahren, dann hat er so gebremst und da war ich mir nicht sicher und dann habe ich ein bisschen zu viel Gas weggenommen. Und das ist immer gefährlich, wenn man Gas wegnimmt, weil die Autos muss man zum Teil wirklich am Gas halten. Großer Vorteil jetzt, der Z4 ist halt, was Topspeed angeht, nicht gerade schnell. Das heißt, wenn wir Glück haben, können wir die Position halten, aber leider keinen Angriff setzen an den AMG. Das wäre nämlich unsere große Chance jetzt gewesen. So, ja, da lässt er Leader on, ist on Final Round, sehen wir gerade. So, das war nicht gut angefahren. Das war nicht gut. Ja, da kriegen wir eine Penalty. Das war kacke. Ich bin links auf den Rasen gekommen. Kacke, das wäre jetzt natürlich richtig schwer, nochmal in die Top 3, die Top 10 sich zu kämpfen. Ich mache mal das Licht an, denn jetzt steht die Sonne ein bisschen tiefer. Das war jetzt tatsächlich der erste große Fehler meinerseits. Bisschen auf dem Rasen angebremst, da bin ich nicht gut gefahren. Aber ja, das ist halt die Nordschleife, die gefährlichste Rennstrecke der Welt. Da wird jeder kleine Fehler sofort bestraft. Die Penalty war gerechtfertigt auf jeden Fall. So, aber ich werde jetzt natürlich hier, jetzt habe ich ein bisschen freie Fahrt mal, jetzt werde ich hier richtig Druck machen. Yo, und dann, was passiert jetzt? Okay, so viel zu Druck machen. Der nächste Fehler. Mann, ein Fehler kommt selten alleine. Damit werfe ich ganz klar die Top-10-Platzierung weg. Bin letzter. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch gar nicht jetzt hier. Das ist ja der Wahnsinn. Warum habe ich das jetzt hier weggeschmissen? Ich weiß es nicht. Auf einmal verliere ich komplett die Kontrolle. Sowas aber auch. Die Reifen sind etwas runder jetzt, aber das kann nicht der Grund sein. Verdammt, 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 ist das ärgerlich. Ja, das ist jetzt natürlich, das war es natürlich mit der Top 10, weil... Na, egal. Spaß hat es trotzdem gemacht. Wir haben jetzt noch eine Runde und ich würde sagen, wir probieren jetzt unser Bestes und versuchen jetzt nochmal hier vielleicht uns irgendwie nach vorne zu kämpfen. Das war jetzt krass, auf einmal dreht es mich da weg. Vielleicht war ich jetzt auch ein bisschen zu übermütig, ich weiß es nicht. Möglich wäre es. Ja, schade. Also Top 10 wäre auf jeden Fall drin gewesen. So, jetzt aber, komm. Vielleicht sind es auch die anderen Lichtverhältnisse jetzt, ja, wo ich mich gerade nicht so richtig drauf klarkomme, ich weiß es nicht. Upsala. Haben wir natürlich halt wieder Verkehr. Verdammt. Aber jetzt ist so no risk, no fun, auf jeden Fall. Jetzt werde ich auf jeden Fall mal voll attackieren. Na, der alte R8 hat hier echt tatsächlich ein bisschen Probleme anscheinend. Wobei, er bleibt ja dran. Es ist ja nicht so, dass er komplett abgeschlagen ist, aber... Aber was soll ich sagen? Ich sitze im 9 und bin auf dem letzten Platz. Komm, 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 komm. Ja, was das jetzt war, würde mich echt interessieren. Auf einmal war der Grip weg. Ganz komische Sache. Weil ich wirklich ganz blöd angebremst, das Gewichtverlagerung nicht mehr gut war. Oder vielleicht wollte ich wirklich gerade zu viel, ich weiß es nicht. Da vorne ganz gefährlich. Aber Laune macht es unglaublich. Also jeder, der Assetto Corsa hat, schnappt euch einen GT3-Wagen und fahrt über die Nordschleife im Rennen. Ja, jetzt kommt der nächste Fehler. Ach Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen, der Ray. Ja, und jetzt bleibe ich hier in der Leitplanke hängen. Damit war das, ist das Rennen jetzt auf jeden Fall vorbei. Jetzt baue ich gerade hier richtig viel Scheiße. Gibt's doch nicht, ja, sind die Reifen halt auch dementsprechend runter. Das Rumrutschen kostet natürlich Gummi.
Oh Mensch. Aber das ist halt das. Kommentieren und fahren, das ist so eine Kunst. Das muss man erstmal hinbekommen. Und dann auch noch mit dieser Kombination. Ah komm, ich will jetzt da nochmal rankommen. Ich will mindestens nochmal ans Feld kommen. Gibt's doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier so scheiße fahre. So kannst du halt so gut gefahren und dann verkacke ich auf einmal. Ach komm, steht die Sonne tief. Oh je, ich hoffe, der reicht. Sag mal, ganz schön. Sag mal, Ende der zweiten Runde und jetzt hier in der dritten Runde schon so viel Fehler gemacht. Das gibt's doch gar nicht. Bin ich so konstant gewesen und jetzt ist es irgendwie. Ich will nicht in meinen Kopf. Egal. Ich hoffe trotzdem, dass du gute Unterhaltung hast. Und das geht's ja in erster Linie und du auch ein. Kleinen Eindruck bekommen hast vom Audi R8 LMS 2016. Ich finde auf jeden Fall, ist ein geiles Fahrzeug, wie schon erwähnt, sieht geil aus, auch wenn das natürlich eine Geschmacksfrage ist, klingt aber geil, fährt sich super, super cool, macht richtig Spaß hier über die Schleife zu bewegen und ja, man hat auch gesehen, man kann auch geile Fights mit der KI haben. Oh, das war ein Scheißgangwechsel jetzt, ich dachte, ich bin gerade im 6. irgendwie, warum auch immer. Naja, gucken wir mal. Vielleicht können wir uns ja nochmal rankämpfen. Na, die Sonne steht jetzt hier richtig tief. Aber sieht geil aus. Diese rote Abendsonne. So, in das Karussell rein. Ja, das ist ein kleines Krüppchen da vorne. Ein Krüppchen da vorne, was da so abgeschlagen ist. Und vorne sind die richtig weggezogen. Aber ich hätte auch die ganze Zeit schneller können als die KI unmittelbar vor mir. Das war, die sind schon da so ein bisschen auf dem Bremsfuß gewesen, quasi die Amateure hier. Obwohl ich mich jetzt auch nicht als Profi bezeichnen will. Gefährlich der innere Körper da. Uiuiui. Mein Gott, aber macht es Laune. Ja, die Reifen sind ein bisschen jetzt runter, das merkt man. Muss ein bisschen mehr am Lenkrad jetzt kurbeln. Zumindest, wenn man die gleiche Speed halten möchte. Spaß macht's aber dennoch, wie Sau. Aber jetzt abfliegen will ich nicht nochmal. So, Pflanzgarten. Nicht optimal angefahren. Oh, die Sonne, jetzt steht sie aber richtig tief. Oh. Ja, auch nicht optimal hier ins in den Schwalbenschwanz rein. Ein bisschen zu früh aus dem kleinen Karussell rausgeflogen. So, jetzt noch einmal Döttinger Höhe durchheizen. Ja, das ist nicht so schnell. Also 8,20er Zeiten und so sind eigentlich. Ja gut, aber wie gesagt, die KI ist jetzt auch ein bisschen einfacher eingestellt gewesen, wie ich normalerweise fahre. Hat trotzdem nichts genutzt, ich war trotzdem zu dumm dafür. Oh, naja, was soll's. Jetzt ziehen wir es noch mindestens durch, ran bin ich jetzt nicht mehr ganz gekommen. Vorne sehen wir noch, wie sie fighten. Aber geil, ja, also das werde ich auf jeden Fall nochmal machen, so eine Kombination. Jetzt komme ich wieder zu weit. Sorry. Aua, und da kicke ich den noch weg, ja, so viel, ich will keinen Fehler mehr machen. Bin ich schon wieder
den einen Punkt nicht richtig erwischt. Aber ich muss auch sagen, es liegt auch tatsächlich ein bisschen tatsächlich an der Sonne. Weil man sieht ein bisschen anders aus und dann habe ich den Einlenkpunkt nicht richtig erwischt und dann komme ich da leicht auf die Grasnarbe links und wenn man da drauf kommt, dann kann man nicht mehr bremsen, dann heizt es einen richtig raus. Ja, egal, der Klickenhaus gewinnt, ja, sowas aber auch. Oh, ja, das war natürlich ein Satz mit X. Das war keine gute Leistung meinerseits. Ich hoffe trotzdem, wie gesagt, dass du gute Unterhaltung hattest und einen guten Eindruck vom Fahrzeug bekommen hast. Und ja, ich bin mir sicher, wir werden die Kombination Nordschleife GT3 nochmal erleben. Vielleicht auch mal im Multiplayer oder so. Wäre ja auch auf jeden Fall mal eine coole Sache. Ich finde, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ich bin raus an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Morgen sollte es nochmal eine Assetto Corsa-Folge geben. Und ich denke, wir werden vielleicht nochmal die grüne Hölle sehen. Einfach, weil gerade das 24-Stunden-Rennen läuft. Also, ich bin raus an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und dann sieht und hört man sich in der nächsten Ausgabe von Assetto Corsa. Ich bin raus. Ciao.